Und heute, ja, was denn heute? Heute gibt es mal SSD zum Frühstück. Nein, Quatsch. Und zwar folgendes. Ich habe hier eine alte SSD. Ihr seht, es war 1 TB Western Digital. An sich gute Firma, gute Qualität, gutes Stück Festplatte. Aber die hat so quasi nach 2 Monaten komplett den Geist aufgegeben. Ja, aber wie? Das weiß ich bis jetzt noch nicht. Also, im Endeffekt war sie ganz normal im Betrieb. Wie jede SSD auch. Ja, mit Strom und Datenkabel. Die Kabel habe ich auch schon ausgetauscht und getestet. Aber es kommt keine SSD mehr zum Vorschein. Sprich, die war wirklich, ne, stehender Computer. Einmal angemacht, ne, irgendwann im Laufe der Woche. Ja, SSD weg. Sprich, einfach ausgeblendet. War einfach nicht mehr wiederzufinden. An anderen Computer getestet, mit verschiedenen Programmen einfach mal durchgelaufen, ob die irgendwas finden, aber nichts da. Sprich, im Moment würde ich mal sagen, diese SSD oder der Chip mehr oder weniger ist einfach, ja, aufgeraucht, kaputt, defekt. Ich selber habe mir noch nie eine SSD von hinten angeguckt und würde sagen, ihr wahrscheinlich auch nicht. Deswegen habe ich mir mal gedacht, komm, ich lasse euch teilhaben und wir schrauben das Ding mal auf. Im ersten Moment dachte ich natürlich hier, ihr seht diesen ganz feinen Grat, da, dass man da einfach Messer oder irgendwas oder extra Kunststoff, kleine so Kunststoffspachtel für Feinmechaniker rangeht, aber nichts da, denn wenn man ganz genau hinguckt, das seht ihr sehr schlecht, sind da oben, darunter seht ihr das. Diese kleine Rundung, das heißt, genau unter diesem Aufkleber sind 4 Schrauben versteckt. Das heißt für mich, erstmal noch ein Glas Wasser trinken, um meine Stimme einigermaßen zu ölen. Und wir sind gleich zurück, wenn ich mein Werkzeug geholt habe. Eine Sekunde. So, Werkzeugkiste rangeholt, ein Schraubenzieher. Ich fange einfach erstmal mit einem Schlitzschraubendreher, Schraubenzieher an. Aber auch nur, damit ich hier im Endeffekt unter das Papierkorb. So, das mache ich mal eben hinter der Kamera und ich offenbare, dass ich schon hier, Moment, da habe ich das mal. Seht ihr, da sind die Schrauben hinter. Wahrscheinlich das andere Werkzeug brauche, weil den ich habe, glaube ich, der noch eine Nummer zu groß ist. Ich mache mal erst die 4 Ecken hier. Ein wenig frei. Machen natürlich auch viele Hersteller, damit man sieht, ob quasi das Garantie, die Garantie quasi erloschen ist oder nicht. Selbst der Schraubenzieher ist hier schon für die anderen zu dick für. Na komm. Aber irgendwie geht es. Mehr schlecht wie recht. Es sind, glaube ich, sogar nur 3 Schrauben. Nee, komme ich nicht dran. Da komme ich nicht runter. Also das erste Stück war auf jeden Fall ein Glückstreffer. Hier ist sogar wahrscheinlich keine drunter oder ich muss es wahrscheinlich zerstören. Habe ich noch nicht gefunden. Ah nee, die ist versetzt. Wenn ihr genau hinguckt, da die ist versetzt. Da drunter. Da könnte ich vielleicht sogar mit dem Fingernagel drunter. Nee, auch nicht. Oder ich mache es mir ganz einfach. Was heißt ganz einfach? Ich lasse meine Garantie erlischen. Die hatte ich aber eh schon nicht, weil die auch schon im Abverkauf waren. Boah, da sieht man, wie gut die geklebt sind, aber was mir gefällt, ich hätte eigentlich viel mehr damit gerechnet, dass mir das irgendwo kaputt reißt. Brauche ich zumindest schon mal nicht weiter fummeln. So. Gut, das heißt, das Ganze kann ich im Endeffekt nachher wieder draufkleben, wenn ich möchte, das weiß ich aber nicht. Im Moment kommt es einfach mal ein bisschen beiseite. Na. Wo klebe ich das denn jetzt hin? Ah, ich weiß wo.
typische alte Technik. Einfach an den Tisch geklebt. So, wie ihr nun seht, im Endeffekt ist der, ja, soll man sagen, der SSD-Chip oder die SSD auch nichts anderes als quasi, ja, Gehäuse. In dem Fall ist es Aluminium. Könnte. Naja, egal. Wirkt aber auch ein bisschen. Hier ist auf jeden Fall Kunststoff. Und ich würde sagen, ja, wenn überhaupt, ist das Stück hier noch. Nee, müsste auch Kunststoff sein. Naja, auf jeden Fall im Endeffekt natürlich wird gespart, gespart, gespart. Wie ihr seht, an sich müsste das jetzt reichen, um das Ganze voneinander zu lösen, weil man ja hier wirklich sehen kann, dass da diese Schlitze sind, wenn sie denn fixieren würden. Ne? Machen Sie mal bitte. Ne, machen Sie nicht. Okay. Gut, ich gucke mal eben, wie groß mein Schraubenzieher ist, hier, ob der klein genug ist. Wo ist er denn? So. Ja, geht. Gut, das geht auf jeden Fall. Ich habe sie gelöst. So, ihr seht, mehr ist das nicht. Mehr steckt da nicht drin. Die Sachen, die man am besten verlieren kann. Ha, ich liebe sowas. Ich gehe mal eben hinter die Kamera, ich löse die eben ab. Ist für mich einfacher, wenn ich nicht über die Kamera greifen muss. Das hat funktioniert. Ja. Aber an sich bin ich auch selber mal gespannt, was sich dann natürlich jetzt alles hinter verbirgt. So, eine weitere. Und vor allem kaputt machen geht ja im Moment nicht mehr, weil sie ist an sich schon defekt. Oder sie spricht zumindest nicht mehr an, egal welchen Rechner oder sonst was ich probiere. Sie kommt einfach nicht. Deswegen bin ich mal gespannt. Ich weiß ja nicht, wie so eine SSD von drinnen, von innen aufgebaut ist. Ob es da vielleicht auch irgendwas gibt, sage ich mal, oder dass man was sehen kann, ob sich irgendwas vielleicht gelöst hat. Ups. Tschüss. Naja, hebe ich gleich wieder auf. Und nur zur Info, das ist der Rechner vom Trödel, wo ich hier gerade drauf filme. So, wie ihr seht, ich habe die vier Schrauben gelöst. Jetzt sieht man hier zum Beispiel auch schon, dass direkt der Lack beschädigt ist. An sich ist das auch schon quasi wie ein Garantiesiegelbruch, kann man sagen. Wahrscheinlich extra so gewollt. Weil ich schätze, anfangs sind die komplett schwarz. Dann kommen die Schrauben rein. Und sobald man die löst, werden die natürlich extra, sag ich mal, ein bisschen silbern. So, ich probiere es mal ganz F. Oh, geht sogar mit meinem Fingernagel jetzt. Aua. Mal eben das SD-Kabel rausnehmen. SD-Kabel. SATR-Kabel. Ne? Geht dennoch sehr stramm. Aua. Vielleicht gibt es da noch einen Trick. Nichts drin. Ja, das ist schon mal für die Kontakte und so. Jetzt bin selbst ich enttäuscht. Ich dachte zumindest, das füllt ja alles aus, aber das ist ja wirklich nur. Ja, das ist doch Aluminium. Ne, wie ihr seht, der Rest ist Kunststoff. Also das ganz oder das teuerste im Endeffekt ist natürlich einmal der Chip selber und das Aluminium. Ne, rostfrei, aber dennoch mit Pulverbeschichtung wahrscheinlich aufgetragen. Aber mehr steckt da nicht drin.
Da kann ich mir dann auch zehnmal die Frage stellen, was ist denn da jetzt, sage ich mal, einerseits kaputt? Und was man auch gut sieht. Ne? Erklärt sich gerade von selber, ne? Also, da muss ich, glaube ich, nichts zu sagen. Ich mache nochmal den, also das hier, ne? Also, hä? Und, hä? Also, der Rest ergibt sich von selber, ne? Nun gut. Aber wie man sieht, mehr ist da echt nicht drin. Und jetzt könnte ich natürlich stundenlang suchen. Hör mal, was ist denn da das Problem? Oder woran liegt es, weiß ich nicht. Was ich allerdings voll geil finde, weil der so schön glänzt, den da unten, den da. Den finde oh, Entschuldigung. Den finde ich cool. Was steht denn überhaupt drauf? Kann man selber so kaum lesen. Boah, Moment. Mal die Zoom-Funktion aktivieren. Gucken, ob ich ruhig halten kann. Boah, das kann ja echt keiner lesen. Weil mich interessiert, was da drauf steht. Na? Irgendeine Nummer. Dann die Spiegelung dazu. Krieg ich nicht wirklich hin. Naja, egal. Einige von euch könnten jetzt vielleicht sogar einen Fehler sehen. Also ich sehe hier in dem Fall ja nichts außer verschiedene Kontakte. Zwei Chips. Hier sogar noch mal eine Schraube. Zwei Schrauben, die dann im Endeffekt die ganze Karte halten. Also die SSD. Ne? Ja, könnte ich auch mal lösen. Wo ist mein Schrauben? Ach ja. So, mache ich auch. Komm her. Da fragt man sich natürlich auch, hör mal, warum macht man überhaupt noch so ein Gehäuse da drum? Damit das Ganze einfach irgendwo kompatibel natürlich mit vielen Laptops wird. Noch eine Nummer kleiner. Mal eben alles wieder hier reintun. Und im Endeffekt sieht man ja sogar hier dran auch. Ich meine, ihr seht ja auch viele Handys, ne? Oh, 128 GB. Und sowas steckt ja im Endeffekt dann auch wirklich irgendwo in einem Handy drin, ne? In einer gewissen, ja, Größe. Ich meine, überlegt mal hier, ne? Das Ding ist jetzt, ja, was sind das? 8 cm geschätzt vielleicht. Mal 4. Ne, noch nicht mal. 3. Naja. Also auch die würde einerseits in jedes Handy, sag ich mal, passen. Theoretisch. Kommt natürlich drauf an, wie man mit dem Ganzen da rumhantiert. So, noch eine Schraube. Yippie, 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 yippie. Sie hier unten, komm her. Das ist das Schöne, wenn man magnetische Schraubenzieher hat, weil die gut, ne? Ich kann zaubern, die schwebt. So. Gut, wieder weg damit. So, und jetzt habe ich hier im Endeffekt meine Festplatte. Mal gucken, was die Rückseite zeigt. Oh, wow. Und ja. Mehr ist das nicht. So könnte man zum Beispiel auch damit, fände ich natürlich ganz interessant, sage ich mal, für die, die auch ein bisschen Case Modding machen oder ein bisschen, sage ich mal, basteln. Man hat natürlich hier einmal, klar, die Standardgröße für Laptops, Notebooks, wie heißt das? Und auch für Desktop-PCs natürlich, die haben ja auch heutzutage meistens schon den kleinen Laufwerksschacht hier für die kleinen Festplatten. Aber da kann man trotzdem nur ein bisschen experimentieren. Ich meine, überlegt mal, wie klein das ist. Ne? Noch nicht mal so groß wie meine zwei
Finger. Ist schon bemerkenswert. Ne? Ja, hier sieht man so ein bisschen den Abdruck von dem hier von dem Schutzbett, damit er keinen Kontakt mit dem Aluminiumgehäuse bekommt. Aber ansonsten sehe ich hier nichts. Also da bin ich so ein bisschen. Wenn man das Ganze so mal sieht, auch hier die ganzen Verläufe natürlich von den Datenbahnen, die da langlaufen. Oh, okay. War nix. Nein, ist eh defekt. Kaputt. Ja, aber da sieht man im Endeffekt, was da für eine Technik hintersteckt. Aber auch wie enttäuschend das eigentlich ist, ne? Wenn man bedenkt, oh, ich hole mir da eine Festplatte. Was weiß ich, ne? Die kosten heute auch nicht mehr die Welt, aber irgendwo waren die ja mal teuer, 200 Euro, und dann denkt man, hä? So ein bisschen. Wenn man dann so an die alten Festplatten denkt, was da noch an Mechanik drin ist, dann finde ich doch von der Technik her, eine alte Festplatte ist heute an sich immer noch mehr wert, jetzt nur sage ich mal von den Teilen, als eine SSD. Aber wahrscheinlich liegt es auch daran, weil natürlich das Ganze, ich meine, überlegt mal, wie klein das hier ist. Das ist ja schon, ist das schon Nanotechnik? Keine Ahnung. Da seid ihr die Experten für. Auf jeden Fall, da sieht man im Endeffekt einfach, wo das Geld hinwandert. Da sieht man es auch nochmal. Naja, bemerkenswert. Da sieht man mal, was alles da drin steckt. Nun gut, ihr könnt mir ja mal einen Tipp geben. Oder einer von euch. Ob der hier irgendwo was sieht, wo dran es liegen könnte. Ne? Ich sage, gibt ja so ein paar Experten bei euch, die könnten da vielleicht Vermutungen haben. Ne? Ob da irgendwo etwas defekt ist, aber ich selber finde, für mich müsste das Ding funktionieren. Naja, ne? Vielleicht hat er ja doch im Betrieb, kann ja an sich nicht, der hat ja drauf gelegen. Er hat sich ja nicht bewegt im Computer. Also sage ja immer noch ein bisschen konfus, wie das hier stattgefunden hat. Nun gut, ich will hoffen, ich konnte euch damit einfach mal einen Einblick gewähren, was in einem so einer SSD drinsteckt. Wie ihr seht, nicht viel. Ne? Aber was, sage ich mal, da heute alles möglich ist. Ne? Allein von der Kapazität natürlich. Und es gibt ja auch nicht ohne Grund, sage ich mal, wenn ihr bedenkt, der Wasbaby, der ist ja auch nicht viel größer als hier die Hülle. Und was da an sich wirklich heute in Technik reingeballert wird, ist ja schon nicht schlecht und wird wahrscheinlich auch immer weitergehen. Sieht man ja einerseits schon an den Händen und allein, wie viele Kerne die, sage ich mal, drauf haben. Wo ich eigentlich immer so enttäuscht bin, man sieht das, was weiß ich, vielleicht ein 8-Kerner oder so in einem Handy steckt, wo wirklich ja, so ein bisschen Platz ist. Dann kauft man sich einen dicken Rechner, wo so voll das dicke Gehäuse und alles rumherum, dickes Netzteil, Grafikkarte, Soundkarte, alles okay, schön und drin. Aber da frage ich mich, warum haut ihr da nicht, was weiß ich, so ein Riesending da drauf? Bam! Keine Ahnung. 50 Kerne oder so. Müsste doch machbar sein. Naja, egal. Das ist Fachsimplerei. Und ich würde sagen, ich beende hier das Video. Bin zufrieden, wenn ihr zufrieden seid. Ne, dürft mir gerne einen Daumen da lassen, mich weiterempfehlen, meine Shorts gucken, wenn ihr wollt. Also nicht meine Shorts, sondern die, ihr wisst schon, die kurzen. Nicht die zum Trinken, die zum Gucken. Auch keine Strip-Dinger. Mein Gott, ihr wisst, was ich meine. Also, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und wenn ihr wollt, könnt ihr mir einen Daumen geben. Also, ich sag tschö und bin und bleib euer Dirk. Tschüss.